Seit heute ist es da. Mein neues Buch Börse ist ein Business und seit heute kannst du dieses Buch bestellen. Du kannst dieses Buch kostenlos bestellen. Du musst lediglich eine kleine Versandkostenpauschale bezahlen und dann kommt dieses Buch innerhalb von 3 Tagen zu dir. Ich will dir jetzt in diesem Video nochmal ein paar Inhalte aus diesem Buch aufzeigen. Für wen ist dieses Buch geeignet, für wen ist es auch nicht geeignet und was kannst du in diesem Buch erwarten. Das Buch heißt, wie gesagt, Börse ist ein Business. Und Börse ist ein Business, dieses Buch richtet sich nicht an Anfänger. Das heißt also, das ist kein Buch für jemanden, der sagt, er möchte ganz grundlegende Prinzipien über die Aktienmärkte kennenlernen. Das heißt, wer verstehen will, was ist überhaupt eine Aktie? Was ist ein Chart? Warum ist eine Candle manchmal rot? Warum ist sie manchmal grün? Was ist ein gleitender Durchschnitt? Das wird in diesem Buch ausdrücklich nicht beschrieben. Darum geht es also überhaupt nicht in diesem Buch, sondern es geht in diesem Buch, Börse ist ein Business, um eine bestimmte Gedankenwelt, die du benötigst, damit du innerhalb von 12 Monaten auf ein planbares Einkommen an der Börse kommst. Und das ist etwas, was genau jetzt in diese Zeit passt, was die meisten Anleger in dieser Zeit jetzt brauchen. Denn du weißt es, wir erleben gerade einen wirklich teilweise extrem heftigen Bärenmarkt. Dieser Bärenmarkt hat dazu geführt, dass Lieblingsaktien vieler Anleger teilweise um 50, 60, 70% gefallen sind. Und dementsprechend sieht es auch in den Portfolios der Anleger aus. Und ich kenne das, denn auch ich habe solche Zeiten schon erlebt. Also ich habe schon, seitdem ich seit 1996 an der Börse bin, mindestens 3 solcher großen Crashs erlebt. Der erste war genauso schmerzlich wie für die meisten heute für euch, denn auch da habe ich all mein Geld komplett verloren. Und danach habe ich aber eben durch meinen damaligen Mentor eine Änderung meiner Gedanken erhalten. Ich habe eine ganz andere Sichtweise auf die Börse erhalten. Und genau darum geht es hier in diesem Buch. Das heißt also, wenn ihr sagst, hey, ich möchte aber näher wissen, wie funktionieren Optionen, welche Optionsstrategien gibt es und so weiter. Dafür habe ich schon 2 Bücher geschrieben. Also das kannst du in diesen Büchern nachlesen. Hier in diesem Buch, Börse ist ein Business, und deswegen gibt es auch hier diesen Untertitel, in 12 Monaten zum planbaren Einkommen an der Börse, geht es also wirklich darum, welche Gedankenwelt brauchst du, welches Denken brauchst du, Neudeutsch Mindset, ist allerdings kein Mindset-Buch, sondern ist ein ganz, ganz konkretes Buch, aber was brauchst du, um dir wirklich ein Börsengeschäft aufzubauen? Also, wo du sagen kannst, okay, ich möchte jetzt ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen. Ich möchte mein Vermögen, was ich habe, sichern. Ich möchte das vielleicht noch kleine Vermögen zu einem größeren Vermögen aufbauen, sodass ich mir meine Wünsche erfüllen kann, dass ich vielleicht meine Firma verkaufen kann, wenn du Unternehmer bist. Oder wenn du Angestellter bist, dass du sagen kannst, ich kann mit meinem Job aufhören. Ich kann endlich das tun, wofür ich Lust habe. Ich habe mehr Zeit für meine Familie. Dazu brauchst du aber etwas anderes als pure Strategien. Die puren Strategien, das ist das Handwerk, ne? Aber ohne den richtigen Businessplan, ohne die richtige Vorstellung, was ist überhaupt an der Börse möglich, wirst du es nicht schaffen, erfolgreich an der Börse tätig zu sein. Und ich weiß das, weil ich jahrelang mit diesen falschen Glaubenssätzen durch die Welt gegangen bin, weil ich jahrelang eine völlig falsche Vorstellung hatte, wie funktioniert Börse? Und mein erster Mentor hat das Wichtigste, was ich ihm am allermeisten verdanke, neben den ganzen handwerklichen Dingen, die er mir beigebracht hat, war, dass er meine Sicht auf die Börse um 180 Grad gedreht hat. Und das ist der Anspruch, den ich auch habe hier mit diesem Buch bei dir. Ich möchte deine Sicht auf die Börse verändern. Ich möchte, dass du verstehst, dass man mit 0815 Wissen, dass man mit so Binsenweisheiten, die es immer mal wieder an der Börse gibt, damit kommt man nicht weit. Damit kann man in Märkten, die von allein nach oben laufen, immer mal ein bisschen was mit verdienen. Aber man wird nie auf Dauer ein regelmäßiges Einkommen haben. Man wird nie auf Dauer wirklich großes Vermögen aufbauen können. Sondern dazu bedarf es eben dieser Vorstellung und auch dieser tief inneren Überzeugung, dass man Börse wie ein Business betreiben soll. Und deswegen werden wir in diesem Buch unter anderem besprechen, wie sieht so ein Businessplan auf? Was brauchst du überhaupt für Ressourcen? Wo musst du überhaupt ansetzen? Ist das für jeden gleich? Oder ist es ganz speziell auf deine Situation vielleicht etwas ganz anderes als bei deinen Freunden, bei deinen Nachbarn oder bei deinen Kunden, die auch an der Börse tätig sind? Du kannst dieses Buch
ganz simpel bestellen. Du gehst einfach auf jensraube.de/termin. Das Buch selber an sich ist kostenlos. Du zahlst nur eine kleine Versandkostenpauschale und innerhalb von 3 Tagen ist das Buch dann bei dir. Wie gesagt, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir extrem volatile Börsen haben, wo es sehr, sehr stark nach oben geht, dann aber auch wieder sehr, sehr stark nach unten, wo Geschäftsmodelle an der Börse, die die letzten 3, 4, 5 Jahre funktioniert haben, komplett wegradiert werden und die auch in Zukunft so nicht mehr funktionieren werden, ist es wichtig, einen anderen Blickpunkt auf die Börse zu bekommen. Und dazu wird dir dieses Buch helfen. Dieses Buch wird dich voranbringen. Du wirst nach der Lektüre dieses Buches, und es ist jetzt auch kein dickes Buch, ne? Du musst ja nicht studieren, brauchst keine Raketenwissenschaft, du musst nicht Mathematiker sein oder Physiker, um das zu verstehen. Es ist ganz, ganz einfach. Du wirst eine andere Sicht auf die Börse haben. Nochmal eins bitte. Dieses Buch ist kein Ich mach dich schnell reich. Dieses Buch ist nicht dafür da, wenn du sagst, ich suche eine ganz konkrete Strategie, wann kaufe ich eine Aktie, wann verkaufe ich eine Aktie. Darum geht es nicht in diesem Buch, sondern in diesem Buch geht es darum, dass du überhaupt mal in die Lage versetzt wirst, zu verstehen, wann muss man denn kaufen, wann muss man denn verkaufen, was sind denn dafür grundlegende Denkmuster notwendig, welche Reserven, welche Ressourcen muss ich haben, welche Schritte muss ich befolgen, damit ich überhaupt dahin komme, überhaupt diese Entscheidung treffen zu können. Also, geh jetzt ganz einfach auf jensraube.de/buch und bestell dir dieses Buch. Es ist in 3 Tagen bei dir. Wie gesagt, Buch ist kostenlos. Wir haben etliche 1000 drucken lassen und ich bin mir auch relativ sicher, dass diese etlichen 1000 sehr, sehr schnell vergriffen sein werden. Deswegen nutze jetzt deine Chance. Geh einfach auf die Webseite, ist auch hier unten nochmal mit verlinkt und bestell dir dein persönliches Exemplar und das ist dann in wenigen Tagen bei dir im Postkasten. An dieser Stelle danke, dass du Interesse hast an diesem Buch. Danke, dass du hier zuschaust. Und ich bin unglaublich gespannt, wie du dieses Buch findest. Du kannst mir schreiben auf Instagram. Du kannst hier auf YouTube kommentieren. Und wie gesagt, ich lege dir dieses Buch wirklich ans Herz, weil es wird deine Sicht auf die Börse komplett verändern.